Boah, Achtung! Ja, das wird teuer, das ist gut möglich, ja. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video in Firefighting Simulator, der Squad. Wir überholen die Kollegen. Die lebensmüden Kollegen sind wieder mal unterwegs und ja, wir fahren gerade schon zum Einsatz. Und zwar Richtung Lakeview Park, oder wir sind im Lakeview Park, 3,2 Kilometer. Angeblich haben wir gerade ein Lager inspiziert. Und wegen einem Notfall mussten wir abbrechen. Vorderen Eingangsbereich des Gebäudes breitet sich in Richtung des zweiten Stockwerks aus. Okay, wow, alter Schwede. Ja, kann man auch mal machen, ne? Driften mit dem Feuerwehrwagen. Achtung bitte! So einen schnellen Feuerwehrwagen hat man noch nie gesehen. Durch die City. Alter, ich sehe da hinten schon den Rauch. Also das wird wieder lustig, kann ich euch sagen. Aber gut. Ich bin gespannt. Wir haben auch dafür ein Training absolvieren müssen. Nämlich Leitern erklimmen. Also gut möglich, dass wir heute auch die Leitern benutzen werden. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. So, ausholen. Achtung. Sehr schön. Wir geben wieder Gas. Jawohl. Oh Mann, ey, da steigt der Rauch hinauf. Ein Wahnsinn. Ja, kann man machen. Okay, Hausbesitzer und weitere Familienmitglieder werden vermisst. Möglicherweise eingesperrt im Haus. Das heißt, Priorität liegt natürlich am Retten der Menschen erstmal. Danach kann gelöscht werden, insofern. Alter Schwede, wenn du einfach mal mit 120 Sachen hier durch die Stadt fährst, in dem LKW. Ja, dann ist es auf jeden Fall eilig, ne? Aber es ist wenig Verkehr. Immerhin, und wir haben es gleich geschafft. Noch 500 Meter. Jawohl. Sehr gut, jetzt haben wir 3 Minuten gebraucht für die Anfahrt. Polizei ist schon da. Sehr gut, wir sind da. So, gut. Wir kriegen wieder die Erkundung. Mal schauen, was der Kollege sagt. Also wir sehen schon, Leiter sind schon angebracht. Wir haben im oberen Stockwerk scheinbar einen Brand. Einen Überlebenden hat er schon gefunden. We have a survivor in the left room, in the back of the house. Linkeren hinten Raum. Gestapeltes Holz, okay. Sehr gut, okay, also soweit, so gut. Die haben jetzt schon mal alles bereit gemacht. Versorgungslinie ist einsatzbereit. Perfekt. Sehr gut, okay. Was ich jetzt ganz gern machen würde, wir gehen mal, wo, im hinteren linken Raum, ne? Hier hinten. Uiuiuiui. Da ist eine Dame, glaube ich. Okay, hier kommen wir rein. Kollege, wärst du mal so freundlich? Ja, ja, wir sind schon da, bleiben Sie ganz ruhig. So, der Kollege macht hier auf. Dann müssen wir gleich schauen, wie es weitergeht. Wir müssen dann hoch. Und da schauen. Am besten machen wir keine Tür auf, damit sich das Feuer jetzt nicht weiter ausbreitet. Komm, Kollege, auf geht's, Bewegung. Jawohl, sehr gut. So, hallo, guten Tag. Die Dame, kommen Sie mal bitte mit. Kommen Sie hier raus. Sehr gut, so. Kommen Sie mit. Wir bringen Sie jetzt erstmal kurz weg. So, zu den Sanitätern, oder? Glaube ich. So. Sehr gut, Sie können hier warten, hier sind Sie in Sicherheit. So, Nummer 1 haben wir soweit. Wo ist der Kollege? Yes, sir. Komm mal kurz her. Gib mir mal das Brecheisen, bitte. Gib mir mal bitte das Brecheisen, dankeschön. Wir gehen jetzt da mal rein. Ich will jetzt die Tür nicht öffnen. Da drin liegt jemand. Okay, kann ich da rein? Hier. Okay, wir schnappen uns die Dame. Raus hier. Gut. Leiter.
erhöhte Schwierigkeit. Gut, mit dem Löschen beginnen, meine Freunde. Könnt ihr direkt anfangen zu löschen. Da gebe ich gleich den Befehl zu, aber kommt dann. Der Kollege geht hoch, okay. So, sehr gut. Wir haben ein Opfer auch noch abgesetzt. So, im Badezimmer gibt es noch eine. Ja, ganz ruhig, bleiben Sie entspannt. Kommen Sie doch mit. Die tut die ganze Zeit winken hier. Weiß gar nicht, was die, wo wir die genau hinbringen sollen, aber... Ja, müsste hier schon reichen, oder? So, die Nummer 2. Besorgt ihr mal bitte hier einen Feuerlöscher. Und die Nummer 3 eigentlich auch, ne? Auf geht's. So. Wo ist das Badezimmer? Auf der rechten Seite. Also, was für, die Tür war offen, aber gut. Wir haben das Fenster genommen. Sehr gut, ich habe ihn. Raus hier. Gut, die haben beide jetzt den Druckschlauch. Das ist gut. Weil wir gehen jetzt gleich rein, wenn wir alle Personen haben. Nur nicht, dass sich das Feuer ausbreitet. Und ansonsten haben wir noch, ich glaube, alle dann. Ich weiß noch nicht, wohin ich die Dame bringen soll. Da müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht muss die auch in den hier Sanitätsbereich, obwohl die nicht verwundet ist. So, sehr gut, die haben wir. Kommen Sie mal kurz mit hier, kommen Sie auch hierher. Sehr gut, okay, ja. Also wir müssen die ganz dorthin bringen, ansonsten gilt sie nicht als in Sicherheit, obwohl sie nicht verletzt ist, aber ist okay. Gut, dann würde ich sagen... Vorderen Teil des... Uiuiui. Halleluja. Ja, aber wir haben jetzt wenigstens alle. Wir machen jetzt mal die Tür auf. Uiuiui, du, Halleluja. Brennt das Lichterloh. Der Kollege. Ja, ich stelle mir mal ins Feuer, ne? Kann ja nichts passieren. Schon lustig. Also, stell dich mal her jetzt. Wo ist die 1? Kann die von hinten löschen? Ist sie schon dabei? Ist sie drin? Ich glaube, der löscht drin. Okay. Alles klar. Ja, interessant, was der so macht. Gib mal her, das Ding. So, wir helfen mal ganz kurz mit, weil sonst ist das hier nicht so mit von Erfolg gekrönt. Ganze. Gut, die 3. Warte, wir sagen ihr Druckschlauch bitte. Kein neuen Druckschlauch, Druckschlauch gefunden. Ja, okay. Macht nichts. Die rechte Seite haben wir gleich. Alter Schwede. Ja, am besten tun wir mal... Alter Schwede, ist das heftig. Wir kommen halt sonst nicht hin. Okay, jetzt... Oi, oi, oi. Kommt rein. Den Bereich haben wir schon. Sehr gut. Also das Löschen gestaltet sich hier sonst etwas schwierig, weil ja, wir müssen ja irgendwie rein löschen und wir müssen ja irgendwie rein, um entsprechend auch hier den ganzen Brandherd zu beseitigen. Und da brennt es auf jeden Fall lichterloh, ne? Aber es ist ja von Erfolg gekrönt. Wir haben Erfolge. Uiuiui. So, sehr gut. Hier sind wir komplett durch. Ja, alles gelöscht. Wie schaut's hier aus? Ich weiß auch nicht, wie es im oberen Stockwerk ausschaut, weil da ist noch unser Kollege. Aber wir sind auf jeden Fall fleißig hier am Löschen. Okay, jetzt sind wir alle hier in dem Bereich, okay. Aber es scheint ja zu funktionieren. Also wir kommen hier ganz gut zurecht. Ja. Sehr gut. Wow. Löscht hier immer hinter euch, Leute. Das könnte heiß werden sonst. Hier haben wir. Alter. Was ein Brand. Und hier drin geht's weiter, oder was? Oh Gott im Himmel. Alter Schwede. Was haben die denn gemacht? Sieht man mal, wie schnell sich so ein Feuer ausbreitet, ne? Wir wurden ja sofort alarmiert.
aber das Feuer hat sich einfach ausgebreitet. Dass die eine Dame nicht auf die Idee gekommen ist, selber aus dem Fenster zu klettern, hat mich ein bisschen gewundert, aber vielleicht hat sie sich auch nur nicht getraut oder so, das kann natürlich auch sein. Alter. Wir müssen hier eigentlich rein, um das effektiv löschen zu können. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi. Da ist was eingebrochen. So, ach so. Der hat hier so ein schönes Skateboard-Regal. Ein paar Vitrinen oder was? Ah, hier war ein Gaming-Zimmer, Leute. Da steht der High-End-Gaming-PC. Oh Gott im Himmel, hey. Ah, lieber hier schön mitten rein löschen. Ja, funktioniert. Sehr gut. Das gelöscht. Wie schaut es bei euch drüben aus? Oh oh. Hier brennt es noch lichterloh. Alter. Alter. Was ist das für ein Brand? Ich glaube, wir brauchen mehr Feuerwehrmänner, du. Das ist mal ewig am Löschen. Sehr gut. Hier sind wir soweit durch. Badezimmer ist auch gelöscht. Machen wir hier weiter. Uiuiui, brennt's hier. Das ganze Haus, ey, das kannst du alles wegwerfen. Das ist sowas von verbrannt hier alles. Alles zu spät ist. So, hier schön reinlöschen. Alter. Sehr schön. Jawohl. Gute Arbeit, wir haben alles gelöscht. Das Haus ist ein einziger Kohleblock, aber immerhin, wir haben es geschafft. Und alle Leute gerettet. Eigentlich ganz zufrieden mit der Situation. Jetzt müssen wir nur schauen, wie die Nachbesprechung dann entsprechend ausschaut. Und wie wir das natürlich dann auch gemacht haben. Lauffeuer im Park, ja. Schnell waren wir ziemlich gut. Schnell war auch gut. Herausforderungsbonus haben wir auch bekommen. Ankunftszeit war gut. Missionszeit auch. 260 Liter Wasser. Alles klar. Und gerettete Opfer 3, zerbrochene Fenster 3. Alles klar, sehr schön. Freut mich. Also, wieder mal eine erfolgreiche Mission. Und ich würde sagen, weil es so schön war, machen wir jetzt auch schon die nächste. Nämlich brandheiße Nachrichten. Da gehen wir jetzt mal rein, schauen, was da uns so erwartet. Ich bin sehr gespannt. Ich finde, das Spiel hat auf jeden Fall was. Ich bin nur sehr gespannt, wie es später mal sein wird. Weil es wird auf jeden Fall immer mehr Herausforderungen geben. Das ist mir schon klar. Aber wir müssen ja auch irgendwie schauen, dass ja, wir uns gut dahingehend vorbereiten und dass wir natürlich auch Herausforderungen bekommen. Okay, wir fahren an, überholen natürlich die Kollegen wieder und dieses Mal ist es deutlich näher, nur 1,6 Kilometer, was echt angenehm ist, brauchen wir nicht mehr so weit fahren. Und weil es brandheiße Nachrichten heißt, kann ich mir gut vorstellen, dass das ja ein Nachrichtengebäude ist oder was, was da brennt. Achtung, Downtown sind wir. Da brennt womöglich ein Nachrichtengebäude. Boah, Achtung. Ja, das wird teuer, das ist gut möglich, ja. Ich muss hier gleich einen Rettungswagen für den schicken. Aber das lässt sich auch komisch fahren, das Feuerwehrauto, finde ich. So. Ich bin auch ein bisschen zu schnell. Nur ein bisschen. Un poco. 700 Meter noch, wir sind gleich da. Aber hier sind deutlich höhere Gebäude. Deutlich höhere. Und dieses Mal bei Nacht. Finde ich auch sehr cool. Oh. Da brennt was. Aber das schaut ja ganz gut aus, weil das schaut aus wie ein kleiner Brand. Im ersten Moment. Ah, ein Zeitungsstand. Ja, ist ja halb so wild. Ist ziemlich abgegrenzt sogar, also der macht jetzt wieder seinen 360-Check, aber ich glaube, da gibt es nicht viel zu checken. Also wir sehen hier, der Heizungsstand hat Feuer gefangen, also doch kein großes Gebäude. Ist eigentlich ziemlich einfach, muss man sagen. Die Polizei hat dennoch abgesperrt, einfach zur Sicherheit.
alle Personen evakuiert. Ist ja auch klar, logisch. Und wir müssen jetzt loslegen. Ich würde sagen, Schlauch anschließen, ne? Auf geht's, Leute, auf geht's. Anschließen. So, Leute, macht euch mal bitte ready hier. Wir brauchen Druckschläuche, Druckschläuche, Druckschläuche. Auf geht's. Alle Mann. So, auf geht's. Löschen bitte. So, haben die jetzt alles? Die sollen hier löschen, bitte. Ja, die packen sich den Druckschlauch nicht. Echt grausam. Gut, wir können loslegen soweit. Achso, wir brauchen noch den... Das vergesse ich natürlich wieder, ne? Den Aufsatz. Logischerweise brauchen wir den, sonst können wir nicht löschen. Das Ganze einfach ist es dann auch wieder nicht. Gut, und jetzt löschen wir mal von allen Seiten. Die Nummer 3 ist wieder mal ein bisschen faul heute. Ja, du brauchst dieses gute Stück. So, wir löschen. Sehr schön. Das war jetzt aber einfach, oder? Wasserdusche. Ah, sehr cool, ja. Sehr, sehr gut. Ziemlich schnell gelöst eigentlich, unseren kleinen Brand. War aber wirklich ein kleiner Brand, muss man sagen. Aber gut, sowas gibt es natürlich auch. Ziemlich einfach. Explosive Hot Dogs. Oh Gott, explosive Hot Dogs. Also Rosenbauer Walk in Rescue auch freigeschaltet. Oh, da bin ich gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Und wie es da weitergeht, Leute, das sehen wir im nächsten Video. Schreibt mir eure Meinungen in die Kommentare. Lasst ein Like, ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Addicted to